Oh fuck, dude. Oh fuck, dude. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum neuen Video hier auf Inscope Lifestyle. Ich bin leider nicht ganz gesund. Ich habe das gesehen bei ASMR, Janina, gute Kollegin von mir. Ich glaube, Bibi hat es auch gemacht. So, ich fand es echt eigentlich ganz unterhaltsam. Ich habe gerade noch ein kurzes Instagram Beef Battle gehabt mit Farid. Wenn ihr Instagram Beef Battles von Farid und mir weiterhin sehen wollt, schaut einfach bei Instagram vorbei, immer wenn ein neues Bild bei Farid hochgeladen wird. Wie das Ganze zustande gekommen ist, ich weiß es gar nicht. Jetzt geht es jedenfalls erstmal los. Ich habe auf Instagram mir Fragen durchgelesen, die unangenehm sind, die ich beantworten soll von Leuten. Und ich denke mir teilweise wirklich, Alter, schaut es bei euch noch komplett durch? Oder fangen direkt an mit der ersten Frage, weil die Fragen sind wirklich abgefuckt. Magst du es anal? Ja, Leute, ich bin ein großer Fan davon, wenn man mich anal Scheiße, Mann! Und ich muss tatsächlich ehrlicherweise zugeben, Leute, ich hatte noch nie wirklich Analverkehr. Das ist kein Spaß. Ich habe noch nie mit einer Frau wirklich richtig Analverkehr gehabt. Einmal mit meiner Jugend-Ex-Freundin von damals, aber das war nicht wirklich Analverkehr. Keine Ahnung, was das war, aber es war kein Analverkehr. Bitte mach den Bart ab, danke. Warum ist doch... Der ist doch... Moiga. Wie findet ihr meinen Schnauzer auf einer Skala von 1 bis 10? Schreibt es bitte jetzt in die Kommentare. Ich werde wahrscheinlich noch nie so viele Einsen in meinen Kommentaren gehabt haben. Wie war dein erstes Mal? Der Hobel ist nicht so gelaufen, wie man sich das Ganze vorgestellt hat. Aber ich glaube, es gab auch schon schlimmere erste Male. Es war eigentlich medium, okay? Medium rare. Wieso werden so viele Shoots gegen Mrs. Bella geballert? Gibt es etwa Beef? Das meint er wahrscheinlich wegen Farid. Es gibt überhaupt kein Beef. Und viele haben auch... Also die Frage kam so oft, so wegen Bella und so, was ich, ob da ein Statement von mir kommt und was da war, bla bla, dies, das. Und ich werde dazu nichts sagen. Ich wollte eigentlich von Anfang an, dass diese Sache etwas privater abläuft, ne? Dass es wirklich so einfach eine private Beziehung ist. Es ist natürlich dann auf Zwang, natürlich, früher oder später kommt sowas immer so ein bisschen raus, man macht ein Video zusammen, postet Bilder zusammen und so, ne? Aber jetzt gerade auch was so eine Trennung angeht, die Leute wissen es, aber das ist einfach für mich ein Thema, das geht nur mich und sie eigentlich was an. Und es gibt kein Beef, ne? Was war der verrückteste Ort, an dem du Sex hattest? Ja, ich bin da nicht so der Typ, der jetzt hier sagt, komm, lass uns in der Waschmaschine treiben oder so. Verrückt war da eigentlich nichts dran. Es war halt einfach in einem Wald draußen. Damals auch mit meiner damaligen Ex-Freundin. Wir waren auf so einer Gartenparty eingeladen und ja, dann bin ich halt so in den Wald reingelaufen mit ihr und dann habe ich halt vorgeschlagen, du, pass auf, wie wär's jetzt hier? Kein Bock, dachte ich mir. Und dann habe ich mir einen runtergeholt. Was war deine unangenehmste Erfahrung mit Fans, die dir persönlich begegnet ist? Die Erfahrung ist mir wahrscheinlich begegnet, oder? Viele kennen die Story vielleicht gar nicht. Aber es war damals so, als ich noch in meiner alten, bei meinen Eltern gewohnt habe. Da war ich dann einmal im Gym. Plötzlich sehe ich nur so auf meinen verlinkten Bildern so ein Instagram-Foto wie ein Typ, so ein kleiner Junge, so ein Foto von meinem Spiegel in meinem Zimmer gemacht hat. Da komme ich halt nach Hause, ne, und ich denke so, Alter, was geht hier ab? Wie ist es möglich, gell? Wie ist es möglich? Ist es gefotoshoppt? Keine Ahnung. Und dann habe ich aber mitbekommen, dass unsere damaligen Mieter, oder unsere Mieter halt, haben wohl versehentlicherweise die Tür aufgemacht unten, die Haupttür, weil sie dachten, es wäre nochmal der Vater, der zurückgekommen ist, weil die gerade Besuch hat. Es war dann aber ein Abonnent. Und der wusste halt von meinen Videos, okay, wie komme ich runter in sein Zimmer? Der ist dann die Treppen runtergelaufen in mein Zimmer, hat dort ein Bild gemacht. Und das war wirklich eine sehr unangenehme Erfahrung einfach, wo ich mir so dachte, Alter, what the fuck? Der hätte dort alles klauen können und das ist einfach ein übel unangenehmer Einbruch in die Privatsphäre. So, der heißt, chill in meinem Zimmer, Digga. Da habe ich alles getan, Digga. Alles getan, Digga. Alles getan. Auf einmal plötzlich ganze Gruppe von Abonnenten posten hier Pick aus meinem Apartment. Ist deine Vater Grieche oder deine Mutter? Und was hörst du für griechische Musik? Wenn ja, was? Nee, sorry, die Frage ist mir jetzt echt zu unangenehm, da möchte ich nicht drauf eingehen. Ja, die Merve wollte es ganz genau wissen. Wann hattest du zum letzten Mal Sex? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal hat sie mir die Frage gestellt. Und Leute, das letzte Mal Sex hatte ich. Boah, jetzt lass mich zurück überlegen. Oh, wie lange ist das jetzt her? Das müsste, wenn Ende April ist, dann müsste ich das vor 2 Tagen. Nee, Spaß, das letzte Mal Sex. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Es ist wirklich schon lange her. Hattest du schon mal eine Affäre? Nein, ich hatte noch nie eine Affäre, weil ich eigentlich auch nie eine Beziehung habe. Aber damals mit meiner damaligen, es geht immer um die damalige Jugendfreundin. Aber es ist wirklich so. Die hatte ich einmal betrogen tatsächlich, ja. Da war ich übelst betrunken. Das war eine ganz witzige Geschichte. Die Geschichte kann man eigentlich fast nicht raushasseln. Aber komm, die war übel dicht. Ich war auch noch mit den beiden Saschas, mit den Kollegen unterwegs. Die Tuss war kurz davor, auszusteigen aus dem Auto, weil wir erst zu ihr gefahren sind, okay, und die wohnt halt schon so mit dem Auto so 10, 15 Minuten von mir weg. Und dann in dem Moment, ich übel dicht, wo wir schon eigentlich da waren, Jungs, fahrt erst mich nach Hause. Und die so, hä, was laberst du, Digga? Dann haben die mich nach Hause gefahren und dann ist die Tuss
mit dem Fahrrad noch zu mir gefahren. Ja, und dann haben wir zusammen Tee getrunken. Wie oft am Tag machst du Hasamuffing? Auch da möchte ich keine Aussage zu geben. Wie viel gibst du im Monat insgesamt aus? Also ich rechne jetzt mal hier die Wohnung und Auto nicht mit rein, okay, weil das ist auch über Firma und so, ne? Ich gebe im Monat, so, das ist mega unterschiedlich, wirklich, es gibt Monate, da gebe ich halt wirklich so 3, 4, 5, manchmal 5.000 Euro aus, wirklich kein Spaß, auch mit Klamotten, dies, das. Und dann zum Beispiel gibt es halt auch Monate, da gebe ich halt mal nur so, keine Ahnung, 300, 400 Euro aus, weil ich einfach nichts mache. Aber ich muss echt sagen, bei mir geht extrem viel Geld für Essen drauf. Ich muss ja jetzt hier auch Real Talk machen, ne? Ich kann jetzt hier nicht so tun, als, ach Leute, wisst ihr, ich gebe im Monat so 300, 400 Euro im Durchschnitt aus und ich probiere natürlich alles per Story zu bezahlen. Ich gebe schon viel Geld aus, muss ich sagen. Ich gebe teilweise auch wirklich zu viel Geld aus, wo ich selber sagen muss, du bist der letzte Spaßdinger. Musstest du mal während einem Video Hardcore kacken? Und das ist jetzt gerade wirklich kein Scheiß. Im Moment ist es tatsächlich der Fall. Erwischst du dich manchmal dabei, dass du Leute zu oberflächlich beurteilst? Das ist eine sehr gute Frage und ich erwische mich sehr, sehr, sehr oft dabei. Und da möchte ich auch nochmal ein separates Video drüber machen, über dieses Thema. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Das ist eine der schlimmsten Eigenschaften, die man haben kann. Und das ist mir wirklich in letzter Zeit sehr oft widerfahren. Und deswegen bin ich auch so ein abgefuckter Bastard. Schon mal eigene Pisse getrunken oder Sperma geschluckt? Was? Wann hast du dich das erste Mal rasiert und befriedigt? Was ist das für eine Frage? Wie kommt man auf diesen Zusammenhang? Wann hast du das erste Mal in deinem Leben Popcorn gegessen und deine eigene Scheiße eingerieben? Wie siehst du denn aus, schreibt Sascha mir auf meine Story. Als wäre ein Schnauze sowas Ungewöhnliches, Mann. Elopades Romtik, Alter. Flechtest du deine Arschhaare? Jeden Dienstag treffe ich dich mit den Homies hier bei mir im Apartment und wir setzen uns zusammen hin und flechten unsere Arschhaare. Hast du schon mal deine Kacke in deine Hand gehabt? Alter, jetzt reicht's aber hier. Wie kommt man auf so eine perverse Scheiße, Mann? Es war wirklich mal wieder eine Ehre. Folgt mir auf Instagram, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ne, wisst ihr was, lasst es bleiben, es lohnt sich sowieso nicht, Content ist sowieso scheiße, sonst kommen nur Beleidigungen von Farid. Wenn ihr dieses Video noch nicht geliked habt, dann tut euch selbst einen Gefallen und lasst es. Werbung, 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 alle probiert mal Werbung ganz kurz aufzusprechen. Checkt jetzt noch, Zeck Plus ab, meine Freunde. Ich bin gerade immer am Kreatin ballern, ich kann es euch nur empfehlen für den Muskelaufbau. Wenn ihr richtig schön durchballern wollt, meine Freunde. Und sonst hoffe ich natürlich, das Video hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, lasst einen Daumen auf jeden Fall. Video nach oben da. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Freunde.